In Mission 9 geht die Suche mit den Mayas weiter. Auf dieser Karte gibt es 3 weitere Maya-Siedlungen auf verschiedenen Inseln, die wir zerstören müssen. Wie in Mission 8 machen außerdem zahlreiche Piratenschiffe die Meere unsicher. Da uns die KI nicht angreifen kann, könnt ihr auf dieser Karte im Grunde genommen nicht verlieren. Schwierig wird es eher durch die Eigenheiten und technischen Probleme des Spiels. Das Problem sind die KI-Piratenschiffe. Sobald einer der Gegner besiegt wurde, spawnen dessen Schiffe weiterhin, reagieren dann aber nicht mehr auf den Befehl, der sie über die Map fahren und dann verschwinden lässt. Dadurch sammeln sich mit der Zeit immer mehr Schiffe an den Rändern der Karte. Das sieht hier noch harmlos aus, kann aber extreme Formen annehmen, vor allem sobald mehr als eine KI besiegt wurde. Das gleiche Problem kann streng genommen auch in Mission 8 passieren, da aber erst, wenn die Karte schon gewonnen wurde. Als ich angefangen habe, mir die Skripte des Spiels anzusehen und mir damit Lua beizubringen, war ein Fix für dieses Problem mein allererstes Projekt. Mein Skript überprüft, ob eine KI besiegt wurde. Wenn ja, spawnen deren Schiffe nicht mehr. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Skript zu nutzen, da Schiffe, die nicht direkt vom Spieler gesteuert werden, fehleranfällig sind und das Spiel instabil machen können. Das Gebirge nördlich eurer Siedlung enthält Kohle und Eisen. Im Süden der Insel findet ihr Schwefel und Stein. Dies ist auch die einzige Karte im Hauptspiel, in der Schwefel ausnahmsweise mal sinnvoll ist, da wir damit unsere Kriegsschiffe bewaffnen können. All diese Rohstoffe findet ihr auch in den beiden Gebirgen im Nordosten der Insel. Gold findet ihr aber erst auf der Insel der gelben Mayas. Da wir nicht angegriffen werden können, müssen wir uns auch nicht beeilen, was den Aufbau unserer Siedlung angeht. Die gelbe und die grüne KI haben keine voll funktionsfähigen Siedlungen und können daher keine Soldaten produzieren. Die gelbe KI ist mit Abstand die schwächste und sollte daher euer erstes Ziel sein. Ich würde mich auf dieser Karte nur ungern auf Handelsschiffe verlassen, aber mit dem Gold auf der Insel ließe sich ein großer Tempel bauen. Ein Lazarett und eine Kaserne sind ebenfalls sinnvoll, damit ihr, sobald ihr euch den grünen und blauen Mayas widmet, eure verletzten Soldaten dort behandeln und mit Hilfe von Magie neue rekrutieren könnt, ohne die Pfade der Piratenschiffe kreuzen zu müssen. Außerdem sind Zielobjekte sinnvoll, um die Kampfkraft eurer Angriffstruppen zu maximieren. Letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr gewinnt. Euch könnt theoretisch die Rohstoffe ausgehen, aber selbst das könnt ihr mit Mana auffangen. Und jede KI, die ihr zerstört, verringert auch die Gefahr der Piratenschiffe auf der Karte. Wichtig ist es aber, auf dieser Karte häufig zu speichern, da auch mit meinem Skript ein Absturz nicht auszuschließen ist.